Die Menschen flohen natürlich mit Jaina nach Kalimdor, Kul'Tiras und Stormguard oder Sturmwind, da ja die Seuche ausbrach und die wollten natürlich fliehen. Viele verpassten jedoch die Schiffe und die und die guten Passagen, also die ganzen Straßen. Viele schafften es nicht. Und es gab einige Städte, die noch Fluchtpunkte waren. Zum Beispiel Tyr's Hand hier unten, die habe ich leider noch nicht erkundet, ist ein bisschen blöd, das könnt ihr nicht sehen. Tyr's Hand und seine umliegenden Gebiete, also das alles hier. Süderstaate, das ist hier unten, aber jetzt sind sie nur Ruin, weil die gute Sylvanas die nicht mochte. Das Kloster von Ainoas Faul, was hier oben ist, das scharlachrote Kloster. Und Herdweiler. So, das waren halt die Fluchtpunkte, zu denen Menschen gingen. Das hier war das, hier in der Nähe starb Ainoas Faul unter unbekannten Umständen. Man weiß nicht, warum er starb. Und, Naja, hier, ich glaube, das hier ist sogar sein Grab irgendwo. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ist es hier hinten? Ich glaube, das hier. Das hier ist, glaube ich, das Grab von Ainoas Faul. Ja, ich glaube, das ist es. Und? Fauls Ruheplatz. Ja, ich bin gut. Hier ruht jedenfalls Ainoas Faul. Und das hier ist sein Kloster. Und nachdem die Legion in Kalimdor besiegt wurde, setzte die Geißel die Säuberung dennoch durch und tötete Hunderttausende und Abertausende Menschen. Und Paladine natürlich auch. Viele Paladine konnten sich jedenfalls diesem Wahnsinn entziehen und schlossen sich unter einer kleinen Gruppe unter Alexandros Morgraine zusammen. Dieser hatte den rassistischen Kurs im Orden weiterhin unterbunden. Er war in Eisenschmiede gewesen und hatte den Aschenbringer spielen lassen. Dieser war aus einem Artefakt gefertigt worden, der aus einem, das die Orks im Krieg dabei hatten und das pure Böse des dunklen Jenseits ausstrahlte. Diesen Gegenstand säuberte er jedoch im Süderstaate mit anderen Paladinen und Alexandros Morgraine heilte dadurch seine zerstörte rechte Hand. Dieses Artefakt war ein Herz eines Narus, einem Wesen, das ganz und gar aus Licht bestand. Das wussten die Menschen jedenfalls nicht. Das könnt ihr euch in meinem Let's Talk WoW die brennende Legion anhören und dieses Event sehen. In HDZ 3, 4, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 3 war das. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz das Kloster selbst an. Weil es ja bestimmt interessant ist. Ich muss nur ganz kurz. Hortler? Nee, Ali. Ich bin ja jetzt ein Hordler. Schlimm. Früher war das Scharlachrote Kloster viel cooler, meiner Meinung nach. Und viel besser. Es gibt nur noch 2 Eingänge. Naja. Mach eine. So. So sieht jedenfalls das Scharlachrote Kloster heute aus. Was ich ein bisschen seltsam finde. Es passt nämlich gar nicht mehr. Ich zeige euch das mal vielleicht, zeige ich euch jetzt nicht, ich zeige euch jetzt erstmal die westlichen und östlichen Pestländer und ich frage so, vielleicht zeige ich das in einem extra Video, wie das Scharlachrote Kloster aussieht. Denn das Scharlachrote Kloster hat seltsam wenig mit dem Scharlachroten Kreuzzug zu tun, das ist halt dieser Ruheplatz von denen. Die einzigste, wo sie heute noch sind. Gehen wir mal weiter. Ich finde den Ausgang nicht. Ja, hier. Gut. Pop. Legacy of Pandaria. Wahrscheinlich eine ganz coole Bilder. So.
Mit dieser Waffe, die der gute Alexandros Morgraine schmiedete, konnte man Armeen von Untoten im Handumdrehen töten und man versuchte, die Untoten aus dem Land während der Abwesenheit des Prinzen zu vertreiben. Und sie beschlossen auch, die Verlassenen zu vernichten, die eigentlich gar nichts mit den Untoten zu tun hatten, mit der Geisel mehr. Und die versuchten, fand ich ein bisschen traurig, die Verlassenen versuchen immer wieder, sich mit den Menschen zusammenzutun, also früher, heute nicht mehr. Und es wurde aber immer abgewiesen, dass sie ja Untote waren. Naja, Abendis und die Silien waren während Arthas Verrat in der Hauptstadt gewesen und flohen, als sie drohten, überwältigt zu werden. Viele Überlebende schlossen sich ihnen an, bis Tylon Fordwigan, der Sohn Tyrion Fordwigan, ihnen Ländereien von Herdweiler anboten. Hier oben. Herdweiler. Zeige ich euch jetzt mal. Also heutzutage sieht es ganz, ganz anders aus hier. Hier ist es wieder alles wunderschön und so. Früher war es aber alles kaputt. Hier oben waren die Ländereien von Herdweiler und das Umland jedenfalls. Ins Spiel ist es alles ein bisschen klein gehalten, es ist halt ein bisschen größer alles. Hier, das sind Ländereien von Herdweiler. Seiden Dathrohan führte einen Elitetrupp nach Stratholm. Und wurde da jedoch getötet und sein Körper wurde vom Schreckenslord Balsanor übernommen. Dieser sollte eigentlich auf Sylvanas Geheiß von Varamythos getötet werden. Varamythos tötete aber jedoch seinen Bruder Balnasar damals gar nicht. Sondern dieser machte einen Pakt mit Varamythos, dass die beiden sich verbündeten und Sylvanas und die anderen Menschen alle töteten, damit sie selbst wieder die Herrschaft haben. Und dieser ging aber in einen Paladin, der auch während Lord Garitots militärischer Führung da war, nämlich Seiden Dathrohan. Ging an den Körper von denen. Balnasar, Kaltuzad und Varamythos erkannten die großen Gefahr durch den Aschenbringer. Und beschlossen in einem Pakt, ihn zu töten. Dathrohan, also Balnasar, manipulierte Reynold Morgraine. Dieser ist der Sohn von Alexandros Morgraine und dieser hasste seinen Vater, da dieser zu sehr seinen anderen Sohn Darion liebte. Er sagte seinem Vater, dass Darion mit einer Elite-Truppe in Stratholm eingeschlossen seien und Hilfe benötigten. So beschlossen Alexandros und Hochinquisitor Schönüfer nach Stratholm zu ziehen, um Darion zu befreien. Schönufer wurde von den Untoten überhäuft und Alexandros Morgraine durch seinen Sohn ermordet. Schönufer konnte zum Kloster fliehen und erzählte von diesem Verrat. Er wurde jedoch weggesperrt, den kann man da auch noch finden, was ziemlich cool ist. Ich bin gerade wieder raus. Verrat weggesperrt und später ermordet. Die im Glauben gründeten die Argentum-Dämmerung in einer kleinen Kapelle namens die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Hier sieht man den Pestwald, der um die Stratholm gemacht wurde. Die ihn glaubten, wurden zur Argentum-Dämmerung und die ihm nicht glaubten, die ihm glaubten, war Darion Morgraine, war einer von ihnen und die ihm nicht glaubten, darunter waren Isilien, Hochgeneral Abendis, Reynold Morgraine, Telen Forgwigan und Seiden Dathrohan, also Balnasar, gründeten den Scharlachrot-Kreuzzug. Dathrohan wurde zum Oberhaupt ernannt. So konnte Balnasar den gesamten scharlachroten Kreuzzug korrumpieren und in eine fanatische, paranoiden Bund verwandeln. Er führte eine Elitetruppe nach Stratholm und Kaltuzad in der fliegenden Teste der Neruba. Die sieht man hier unten, sieht man die so ein bisschen. Naxxramas zu besiegen. Da sind sie aber heute noch. Die konnten dann hier aus. Hier sind sie. Das ist Naxxramas, die war damals noch in Stratholm, das ist ein bisschen immer noch verpackt, ich weiß auch nicht, da kann man auch nicht rüber. Da ist eine Luftwand.
Sehr schade, leider. Naja. Isilien blieb in Herdweiler und wurde zum spirituellen Oberhaupt des Kreuzzugs. Jedoch hatte er keine Ahnung von Kriegsführung und übergab das Kommando der Armee in die Hände von Thielen Fordwigen. Abendes ging nach Tyrsand, um dort eine Festung zu bauen, die die Geisel aus den östlichen Pestländern zu vertreiben versuchte. Er starb jedoch durch Angriffe des Agentum-Kreuzzugs. Reynold Morgraine war im scharlachroten Kloster, früher Alois Faul Kloster, stationiert. Hochinquisitoren Weißsträhne nahmen den Posten von Schönufer ein, der tot geglaubt war. Jedoch hatte er sich in Stratholm mit der Seuche angesteckt und wurde untot, nachdem er getötet wurde. Er war damals der einzigste Untote in der scharlachroten Kreuzzug. Niemand weiß warum, die einen scharlachroten, obwohl sie die Untoten hassen, warum die den erlaubten, damit zu machen. Der Kreuzzug wandte sich immer wieder an die Allianz, um Hilfe zu erlangen. Doch diese sagte, dass sie sich den unbarmherzigen und brutalen Machenschaften des Kreuzzugs nicht tolerieren konnten. In der Zwischenzeit wurde die Leiche des Hochlords Alexandros Morgheim vom Erzlich Kel'Thuzad geborgen und zum Todesritter gemacht. Der Aschenbringer verdarb bei dieser Tat. Hier mache ich erstmal wieder einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part.